Hallo Freunde und herzlich willkommen zu... Moment da. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das mal sagen werde, aber herzlich willkommen zu Dark Souls Prepare to Die Edition. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal let's playen werde. Es ist nämlich jetzt was komplett anderes, ein Rollenspiel. Und ich hasse eigentlich Rollenspiele, bis ich Dark Souls gefunden habe. Ja, ich habe mal früher Diablo 2 gespielt und dann habe ich da irgendwie mein Kadaver verloren in der Wüste, nie wieder gefunden und... Kindheitstrauma, sorry. Mit Dungeons sieht Spaß genauso. Aber dann habe ich mir überlegt, machst du mal einen Neuanfang und hol dir doch mal irgendein Rollenspiel und vielleicht, ich weiß nicht, fang doch mit Dark Souls an, mit dem schwersten Rollenspiel, das gerade auf dem Markt ist. Und ich habe mich verliebt. 170 Stunden habe ich gespielt und es ist einfach nur geil. Es ist, ich weiß nicht, ich bin gerade so aufgeregt, weil ihr seid bestimmt auch jetzt verwundert, was Dark Souls ein Rollenspiel, holy. Keine Sorge, es werden noch andere Projekte kommen, ne? Aber das will ich nebenbei fortführen. Ich sag gleich, ich bin nicht der Beste in Dark Souls. Wenn ihr ein ausführliches Let's Play sehen wollt, dann schaut beim Slavbroy rein. Der hat ein Dark Souls LP gemacht, das richtig ausführlich ist, wo er alle Sachen einsammelt, wo ich schon einiges gelernt habe. Da kommen wir auch zum Punkt, Dark Souls wird nicht blind sein. Aber ich dachte mir, komm, wir spielen einfach mal durch. Ich will ein Let's Play von Dark Souls auf meinem Channel haben. Wenn es euch nicht gefällt, dann schaut andere Videos. Und ja, die mitmachen wollen, herzlich willkommen. Und vielleicht kann ich auch von euch etwas lernen. Das wäre auch super. So, wir starten ein neues Spiel und nennen uns Charaktername eingeben. So nicht, aber wir nennen uns Bro Van Besen. Ich habe schon so ein bisschen rumprobiert, was passt. Und das passt. So, kann ich das jetzt annehmen? Natürlich. Wir sind männlich. Männlich als männlich. Wir essen Kelloggs mit Nägeln. Ja, nicht Nägel mit Milch, ich bin schon eine Stufe weiter. So, und ich will ein Stärkebild machen. Und ja, wie gesagt, ich bin nicht der Beste, aber ihr könnt mir gerne helfen. Ich wäre sehr glücklich, wenn ihr mir helfen würdet. Was nehmen wir? Ich denke mal, wir nehmen den Bettler. Hier gibt es so einige andere Klassen. Pyromant, Zauberer, Jäger. Zauberer sind... Ich hasse Zauberer. Die sind einfach overpowered im PvP-Kampf, wenn die dann diese dunkle Zauberei machen. Aber ich will nicht spoilern. So. Ich will lieber den 1 gegen 1 Kampf. Den bevorzuge ich. Mann gegen Mann, Keule gegen Keule, das wäre vielleicht ein anderer Kampf. Und die Gabe, da nehmen wir den Generalschlüssel, weil die anderen Dinger sind eigentlich ziemlich nutzlos und die findet man eh. Den Generalschlüssel auch, aber das ziemlich später, aber wir brauchen ihn schon früh. Die Figur nehmen wir, da ich ein Stärkebild nehmen will, nehmen wir mal kräftige Beine. Nein, kräftiger Rumpf. Oh, guckt ihr mal an, wie kräftig wir sind. Heilige Scheiße. Ein Gesicht, das sieht so ziemlich nach mir aus, oder? So, eine Holly-Version. Eine männliche, sehr männliche. Ich meine natürlich eine etwas männliche Version. Viel männlicher geht's ja gar nicht, oder? So, Fünf-Finger-Delta. Interessant, interessantes Gesicht. So, die Frisur, da mag ich immer solche knalligen Farben. Und dann nehmen wir am besten kahl rasiert und in Rot. Nein. Was nehmen wir? Da ich ja selber auch ein paar Locken habe, nehmen wir mal lockig. Ja, nehmen wir mal lockig. Und, Rot. Nehmen wir Rot? Ja, wir nehmen Rot. Oder Dunkelrot? Nein, wir nehmen Rot. Ja, wir sind kleiner Rotschopf. So, alles klar. Wir haben den Bettler genommen. Der hat eine ziemlich ausgewogene Statistik. Und wir legen los. Ich bin so aufgeregt. Und jetzt kommt das super Intro und die tolle Story von Dark Souls, die ich nicht checke. Aber naja. Los geht's. In the age of ancients, the world was unformed. Shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. Oh. But then there was fire. Das Feuer. And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death, and of course, light and dark. Ja, das spielt eine große Rolle. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead.
So heißt meine Katze. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. Der erinnert mich sehr an Gollo, als ich das gesehen habe. With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty gods build upon their stone skins. Witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death. Scales betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Hallo, da bin ich wieder. Ja, das war das Intro. Wurde ein bisschen storymäßig was erzählt und ich find's auch cool in Dark Souls, dass man einfach so im Dunkeln gelassen wird und man sich die ganze Story und die ganzen Quests über... Ja, ja, ich sag's ja. The dark sign brands the undead. And in this land the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. Schreckliches Schicksal. Das mit mir nicht passieren wird, auf gar keinen Fall. Außer ich verpack's gleich irgendwie und find den Schlüssel gleich nicht. This is your fate. Ziemlich sexy aus, oder? Aber immer noch besser als der Typ da. Und als der. Scheint ein Verbündeter zu sein, der uns Essen gebracht hat. Mmh, komm, schnapp zu. So. Ich finde auch die Synchronisation in Dark Souls einfach unglaublich. Die beste, die ich je gehört habe. Ja. So, wir nehmen jetzt den Kerkerzellenschlüssel. Huh, und ich mache jetzt einen Schnitt, weil wir haben das jetzt geschafft, den Kerkerzellenschlüssel. Dark Souls ist sehr anstrengend und ich muss... Ja, okay, wir machen weiter. So, wir sehen jetzt ziemlich anders aus, als ich ihn da erstellt habe. Das liegt daran, dass man hier eine Menschlichkeitsform hat, also menschliche Form, und eine Untote. Und wir befinden uns gerade, wie man vermuten kann, in der Untoten. Und hier sind die ersten Gegner, die wir eigentlich ignorieren können oder unsere Wut rauslassen können. Telekom! Okay, Drosselung! Okay, er tut uns eh nichts. Das sind so die Dummies, die man vermöbeln kann. Aber das ist es. Hier unten liegen Nachrichten, die kann man lesen. Bla bla bla, drücke für Zielfixierung ein aus. Ja, das sind so hier Tutorials. Kann man hier als Gegner fixieren. Toll, was? Okay, wir gehen jetzt weiter. Gut. Ja, die Atmosphäre ist einfach einzigartig und wunderschön und
Ah, ich habe mich so verliebt in das Spiel. 170 Stunden. Ich habe es mehr gespielt als Amnesia, obwohl ich Amnesia länger habe. So, hier haben wir ein Leuchtfeuer. Das sind sozusagen die Checkpoints. Das Leuchtfeuer wurde entzündet. Hier können wir rasten, hier können wir speichern, hier können wir dann später aufleveln, Sachen reparieren und alles mögliche Zauberei einstimmen und bla bla bla. Die sind ziemlich weit auseinander, die Leuchtfeuer, deswegen ist es auch schwer. Aber Dark Souls ist nie unfair. Yeah. Okay. Wenn wir sterben, verlieren wir alle unsere Sachen. Aber eigentlich ist es mittlerweile so berühmt geworden, Dark Souls, dass ihr es kennen müsst. Und hier ist ein großer Raum. Und wo große Räume sind, sind auch Gegner. Und man hört es vielleicht, aber das ist eigentlich nicht der, den ich meine, sondern... Moment, man sieht ihn vielleicht. Da oben steht der große Brocken. Oh, war das ein Spaß, als ich hier durchgerannt bin. Und hier nicht durchgepasst habe. Da ist der Kumpel. Der erste Boss kann man besiegen, wenn man verrückt ist. Nein, so verrückt bin ich nicht. Und hier schon das nächste Leuchtfeuer. Ja, das ist eigentlich, man wird hier eigentlich ziemlich verarscht vom Dark Souls, weil die Leuchtfeuer sind ziemlich weit auseinander im späteren Spielverlauf. Und hier denkt man sich, och, das ist ja easy. Das ist ja easy. Da sagst du, nimm dein Schild. Okay. Hier ist mein Schild. Hier sind noch mehr Sachen. Da wird nur gesagt, hey, wie du dein Schild benutzt, du Idiot. So, jetzt haben wir ein Schild. Toll, ne? Ich hoffe jetzt, dass wir von dem Typen hier den Bogen bekommen, weil das wäre richtig knorke. So. Zack. Ja, man kann Gegner backstabben. Von hinten einfach angreifen. Das macht sehr viel Spaß. Und jetzt haben wir eine Keule. Wow. Und tschüss, Kumpel. Jawoll. Komm schon, Bogen, Bogen, Bogen. Nein. Ah, schade. Ich habe es mal einmal bekommen, halt den Bogen. Und ich war so glücklich, weil ich ihn nicht mehr kaufen musste. Auch wenn er nicht so teuer ist. Aber ich bin ein Geizhals. Ich bin ein Geizhals, okay? Wieso ist hier wieder niemand? So, das sind hier Fog Gates. Die symbolisieren, oder sagen einem, dass, hey, wenn du hier durchgehst, wirst du entweder voll qualvoll sterben, weil ein Boss da ist, oder du betrittst einen neuen Bereich. Und, ja, man hat es da vielleicht schon gesehen. Unser Retter liegt hier. Oh nein, und wir kommen nicht durch. Ich will dir helfen. Lass dir helfen von einem Untoten, der einen Tanga trägt. Komm schon. So, da müssen wir irgendwie rein. Und hier zeigt Dark Souls wieder, was für ein Arsch Dark Souls ist. Denn wir gehen hier hoch und sehen schon da eine Murmel. Aber wir wollen keine Murmeln spielen. So, jetzt der Durchgang frei. Aber bevor wir da durchgehen, mache ich kurz den Shortcut auf. So, ein bisschen lüften. Ja, weil es ziemlich stinkt hier. Okay. Es riecht hier nach Tod, ey. Aber ich bin nicht. So, hier ist unser Kumpel. Hey. Oh, you. You're no Hollow. Nein. Thank goodness. No. I'm done for, I'm afraid. No, no. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Okay. Natürlich, hier können wir auch ein bisschen entscheiden, so, aber eigentlich ist es immer gut, immer Ja zu klicken. Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Ich könnte dir auch helfen, aber wenn du das willst. One more thing. Here, take this. Jetzt bekomm was, jetzt bekomm was. An Estus flask. An undead favorite. Yay, Estus Flask. Das ist unsere this. Potion. Genau, und Schlüssel und Totenasyl Ost. Vielen now Dank. I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now. And thank you. Ja, es gibt ja auch Theorien, also warum er jetzt hier liegt. Es gibt ja hier keinen Eingang, haben wir ja gerade gesehen. Aber da oben ist ein Löchlein und dieser Dämon, den wir vorhin getroffen haben, der runtergejumpt ist, der hatte ja auch seine Position auf dem Dach und wahrscheinlich haben die gegeneinander gekämpft und er wurde dann hier reingeschmissen. Ja, was steht hier? Gegenstand benutzen, genau, kann man auf X hier. Das sind unsere Heiltränke. Die sind sehr wichtig. Und jetzt hat er sich umgebracht. Oh nein, Kumpel. Oh nein, Kumpel. Komm her, Kumpel. Schade, ich wollte parieren. Man kann hier nämlich auch parieren, wollte ich euch zeigen. Nicht nur backstabben, oder man kann auch normal zuhauen. Sehr schön. So. Reden wir mal weiter. Hier würde man dann auch seine Zaubersachen kriegen, wenn man den Zauberer oder Pyromant nimmt. Aber wir haben ja keinen. Und wir kriegen voll auf die Schnauze. Boah, wir kriegen auf die Schnauze. Okay, ich sollte nicht so leichtsinnig sein. Nicht so leichtsinnig. Nein!
nein! Okay, das war peinlich. Aber ist okay. So. Ja. Nimm das! Und das! Okay, okay. Puh. Ganz ruhig wieder. Ja, Dark Souls verzeiht kein Fehler, auch wenn man schon 170 Stunden gespielt hat und sein sämtliches Privatleben aufgegeben hat. Hier kann man jetzt parieren. So, und tschüss. Sieht auch sehr toll aus. Ha, Kumpel, das war's dann wohl. So, und jetzt sehen wir das nächste Foggate und schreiten durch den Nebel. Und was uns dort erwartet, ihr hört es vielleicht schon. Jetzt nehmen wir aber unsere Waffen in beide Hände und jumpen auf ihn rauf, du ekliges Ding. So. Der Asyldämon, der Asi-Dämon. Komm schon, hau drauf, Kumpel. Was willst du pflegen? Bist du echt weit gekommen. So, und ein Schlag. Nein, nicht ein Schlag noch. Ups. Komm runter. So, und das war's mit dem Asyldämon. Das Design der Gegner ist auch echt verdammt geil. Und wir haben den Schlüssel des Pilgers. Yay. So, aber wir hören noch immer ein Stampfen. Was hat das zu bedeuten? Das werden wir erst im späteren Spielverlauf erfahren. Und jetzt düsen wir erstmal durch die Tür hier. Ja, komm schon. Ja. Tangaman. Ich sollte mich Tangaman nennen und das ganze Spiel einfach nur in diesem Tanga durchspielen. Ja, so. Wir sind frei. Ha! Drecksgefängnis. So, gut gemacht. Weiter geradeaus, ja. So, was kann man hier noch zeigen? Genau, hier müssen wir Seelen finden. Ganz gut versteckt. Zack, zack, zack. Hier ist eine Seele der des verlorenen Untoten. Diese Seelen, unten rechts seht ihr die, 2304, kann man benutzen, um aufzuleveln. Um seine Punkte zu verteilen. Und da unten ist auch ein kleines Nestlein. Und wer befindet sich denn da? You. Give me warm. Give me soft. Tja, ich check immer noch nicht, wo dieses Vieh ist. Wahrscheinlich sind es die Eier, die mit mir reden. Das kenne ich aber, ist nichts Neues. So, dem Typen können wir jetzt, er hat gesagt, gebt mir warm, gebt mir weich. Wir werden im späteren Spielfeld auch zum Beispiel Abfall finden. Das können wir dann ins Nest legen und wir bekommen dann tolle Sachen. Toll, ne? Tolle Sachen sind immer toll. Und jetzt werden wir erstmal von Gandalf eskortiert. Gandalf hat doch immer solche Adler. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage. Das bin ich. To the land of the ancient lords. Das seid ihr. Ich wollte irgendwie einbeziehen. Lordran. Lordran. Okay. Das ist ganz nett. So. Das ist hier die große Welt, die eigentliche Welt. Wo ziemlich viel passieren wird. Diese Brücke hier, nee, da kommen wir nicht hin. Aber ja. Ich habe Demon's Souls nie gespielt, leider will ich aber noch machen, aber das ist hier sowas wie der Nexus. Hat mir mein Cousin erzählt, dass es da sowas wie den Nexus gibt. In Lordran, steig auf und entfache das Leuchtfeuer. Ja, das werde ich tun. Jetzt haben wir hier mehr Möglichkeiten. Wir können aufsteigen und andere Dinge tun. Und das tun wir jetzt einfach mal und machen hier alles in Stärke, weil das ist witzig. Nee, Moment, ja, ne? Machen wir alles in Stärke. Ja, genau. Ich bin da echt noch ziemlich schlecht in diesem Aufleveln. Ich mache das immer so nach Glück. Aber da ich ein Strength-Bild machen will, Stärke denke ich ziemlich gut. Und Vitalität und ein wenig Kondition, ja. Was das hier war, war ein Geist. Und das sind andere Spieler, die im selben Moment spielen. Das spielt auch noch eine wichtige Rolle in diesem Spiel. Die können nämlich in unsere Welt eindringen. Aber dazu später. Jetzt mache ich erstmal einen kleinen Schnitt. Und dann werden wir diesen Typen da anmachen. Der hat ein ziemlich sexy Netzkleid an oder so. Sieht so aus auf jeden Fall. Okay, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Dark Souls. Bis dann.